Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo und heute geht es um Vitamin B6. Letzte Woche haben Sie schon etwas über die KPU gehört, wo das Vitamin B6 von Bedeutung ist. Aber heute geht es darum, ob es wirklich sinnvoll ist, aktiviertes Vitamin B6 zu sich zu nehmen. Bleiben Sie dran, gleich geht's los. In der Deutschen Apothekerzeitung kann man nachlesen, dass alle nicht verästerten Vitamin B6-Formen, die in der Nahrung vorkommen, durch passive Diffusion im Dünndarm aufgenommen werden. Alle aktiven Formen, vor allen Dingen das Pyridoxal-5-Phosphat, muss im Dünndarm durch Phosphatasen hydrolysiert werden, damit es aufgenommen werden kann. Im Klartext: Eine aktivierte Vitamin B6-Form kann nicht besser resorbiert werden, sondern erschwert die Aufnahme aus dem Dünndarm. So etwas macht also nur dann Sinn, wenn man es tatsächlich intravenös geben könnte. Das heißt also, dass die Formen wie Pyridoxin, Pyridoxal oder Pyridoxamin, also ungebundene Formen des Vitamin B6, problemlos und passiv im Dünndarm aufgenommen werden können und dann in die Blutbahn gelangen und dort über weitere Prozesse dann in die aktive Form umgewandelt werden können und müssen. Die Laboruntersuchungen, die man im klassischen Labor bekommt, wenn man nach Vitamin B6 fragt, sind bereits die Pyridoxal-5-Phosphat-Werte, sodass man also hier normalerweise keine davon abweichenden gesonderten Anforderungen stellen müsste. Wichtig bei der Zubereitung der Speisen ist es, dass das Vitamin B6 sehr lichtempfindlich ist und teilweise auch durch den Zubereitungsprozess 20-60% seiner Verfügbarkeit verliert durch Lichteinfluss. Und insofern kann natürlich eine Nährwerttabelle grundsätzlich einen ganz guten Vitamin B6-Bedarf ausweisen, aber der Umgang mit den Lebensmitteln ist dann eventuell dafür entscheidend, dass am Ende doch nicht genügend da ist. Vitamin B6 überzudosieren ist eigentlich relativ schwierig. Es gilt allerdings die Regel, dass man längerfristig auf keinen Fall mehr als 500 Milligramm pro Tag zu sich nehmen soll. Allgemeingültig ist auch, dass eine Versorgung mit 100 Milligramm pro Tag langfristig als ungefährlich gilt. Trotzdem kann es in Einzelfällen sehr hohe Vitamin B6-Spiegel im Blut geben und daher ist es immer angeraten, wenn man zu solchen hohen Dosierungen rät, im Verlauf auch diese Werte zu kontrollieren, um eine Überdosierung zu vermeiden. Wenn man regelmäßig Alkohol trinkt, dann kommt es in der Regel nicht nur zu einer Veränderung der Darmflora, sondern auch zu einer Veränderung der Darmschleimhaut. Und wenn in dieser Darmschleimhaut und vor allen Dingen auch in dieser darunter gelegenen Zellfraktion, den Enterozyten, sich eine Veränderung ergibt, dann ist natürlich auch die dortige Enzymbesetzung beeinträchtigt und die Notwendigkeit der Phosphorylierung in den Enterozyten, damit dann das B6 wieder in die Blutbahn überführt werden kann, unterbleibt und kann dazu führen, dass man unter Alkoholkonsum trotz ausreichender oraler Versorgung mit Vitamin B6 dennoch einen Vitamin B6-Mangel entwickelt. Wird eine Medikation im Sinne der Sympathikomimetika, also früher nahm man Theophyllin, heute nimmt man vielleicht sowas wie Salbutamol, also Sachen, die auch aus der Ecke von Koffein, Tein und Gefäßerweiterung bei Asthma zum Beispiel notwendig sind, dann erhöht auch das den Bedarf an Vitamin B6 und fördert die Ausscheidung von Vitamin B6 und kann bei einer scheinbar ausreichenden Versorgung nach Nährwerttabellen, Verzehrprotokollauswertung durchaus Mangelwerte im Blut ergeben. Und es lohnt sich daher immer, neben der Erfassung der Verzehrgewohnheiten eben auch Laborwerte zu überprüfen.
Eine Besonderheit ist, dass das Vitamin B6 offensichtlich auch direkt am Steroidhormonrezeptor ansetzen kann. Zu den Steroiden gehören das Cholesterin, aber natürlich auch die Sexualhormone und die Cortisole, sodass es sowohl im Bereich der Antientzündlichkeit als auch im Bereich des Mineralhaushaltes eine Bedeutung hat. Und das ist insofern wichtig, weil eben auch die Steroide für sich eine direkte Steuerung des Stoffwechsels im Körper übernehmen und auch Einfluss auf die Mitochondrienfunktion haben. Wenn in der Schwangerschaft eine Vitamin-B6-Minderversorgung auftritt, dann führt es dazu, dass die Babys deutlich schreckhafter sind und dass es auch EEG, also Hirnstromveränderungen, gibt. Bei Erwachsenen dagegen kann es dazu führen, dass es eine periphere Neuropathie mit einer Entmyelinisierung der Nerven kommt. Das ist natürlich bekannt von Vitamin B12 und auch von Vitamin B9, aber wird bei B6 nicht so streng gesehen, weil man ja davon ausgeht, dass es selten nur einen Vitamin B6-Mangel geben kann. Bei B12 sagt man schon immer, bitte immer zusammen mit Folsäure geben. Und wenn man mich fragt, warum gibt man nicht gleich alle 8 B-Vitamine, damit sie zueinander passend auch da sind? Denn das schwächste Glied einer Kette bestimmt ja bekanntlich immer die Reißfestigkeit. Immer wieder gibt es Menschen, die eine Blutarmut haben. Und dann schaut man natürlich, woran liegt das? Und ganz häufig findet man einen Eisenmangel, den man dann sinnigerweise ausgleicht und meistens wird es dann auch wieder gut. Die Anzahl der Retikulozyten, der Babys, der roten Blutkörperchen vermehrt sich und am Ende nehmen auch die roten Blutkörperchen die Erythrozyten wieder zu. Es gibt aber auch Fälle, wo das nicht funktioniert. Und da gibt es eben Zusammenhänge zum Beispiel zum Kupfer oder zum Zink, aber eben auch zum Vitamin B6. Und eine sogenannte eisenrefraktäre Blutarmut kann also hypochrom, also mit wenig Eiseneinlagerung, kann also an einem Vitamin B6-Mangel liegen, weil nämlich das Pyridoxal-5-Phosphat Teil der Häm-Synthese ist. Die Häm-Synthese ist natürlich der Begriff, wo das Eisen in das Hämoglobin eingebaut wird, in dieses Pyrol, wo es dann sozusagen den Sauerstoff und auch das Kohlendioxid transportieren kann. Viele Menschen haben Mikrodurchblutungsstörungen und haben eine erhöhte Plättchenaggregation. Thrombozyten sind die Plättchen und nehmen dafür Aspirin oder andere Medikamente, die Plättchenaggregation hemmen, irreversibel hemmen. Das heißt, wenn ich einmal Aspirin genommen habe, dauert es 10 Tage, bis die Blutplättchen wieder ausreichende Aktivität haben. Natürliche kompetitive Hemmstoffe, die antioxidativ wirken, können sozusagen dieses Ausfahren der Andockmoleküle der Blutplättchen dazu bewegen, dass sie sich anlegen und geschmeidig durch die Blutbahn gehen. In dem Moment, wo dann aber zum Beispiel eine Verletzung auftritt, Kollagen freigesetzt wird, dann fahren diese Polyzyten wieder aus und können sozusagen sich verhaken und eine Blutstillung einleiten. An der Bildung dieser Blutstillung beteiligt ist Serotonin, was ja aus Tryptophan gebaut wird, aber eben auch Vitamin B6. Eine Bedeutung, die selten diskutiert wird, aber wenn ich feststelle, dass jemand zu Thrombosen, zu Embolien, zu Mikrodurchblutungsstörungen, auch im Zusammenhang mit Diabetes neigt, dann sollte man auf jeden Fall immer einen Blick auf das Vitamin B6 werfen. Zusammenfassend kann man also sagen, aktiviertes Vitamin B6 oral zu nehmen ist kein Vorteil, sondern macht dem Körper nur mehr Arbeit und insofern ist es nicht nötig. Wenn man glaubt, dass es vom Körper nicht aktiviert werden kann, dann sollte man es parenteral, also intravenös geben. Vitamin B6 ist extrem wichtig, wie alle Vitamine, denn ohne die geht gar nichts. Und individuelle Mehrbedürfnisse müssen sich durch eine entsprechende Diagnostik zeigen und sollten im Verlauf einer Therapie auch immer wieder überprüft werden, damit der Körper
trotz einer vermehrten Gabe auch wirklich genug hat und damit er am Ende auch nicht zu viel hat. Denn ein zu viel kann bei Vitamin B6 durchaus zu Nebenwirkungen führen, nämlich zum Beispiel zu Neuropathien, wenn man langfristig mehr als 500 Milligramm am Tag zu sich nimmt. Wenn ich mit meinen Ausführungen Ihr Interesse getroffen habe, dann abonnieren Sie doch meinen YouTube-Kanal und sind nahezu jede Woche dabei. Ich schreibe auch jede Woche einen Newsletter und diese Artikel bleiben in meinem Infozentrum offen und auch da können Sie stöbern und die Fragen, die ich vielleicht nicht beantwortet habe, sich selbst beantworten oder ansonsten stellen Sie doch Fragen, damit ich demnächst darauf eingehen kann.